Herzlich willkommen bei PhysioTV. Mein Name ist Frank und heute möchte ich euch zeigen, wie man hochglänzende Oberflächen poliert. In meinem Beispiel habe ich eine MDF-Platte, welche hier mit schwarzem Lack lackiert wurde und dann mit dem Hochglanzlack überzogen. Und wenn man polieren muss, dann in der Regel dann, wenn ich irgendwelche Schadstellen auf der Fläche habe, wie zum Beispiel einen Lackläufer oder einen kleinen Staubeinstuss oder gar, dass die Fläche leichten Schaden genommen hat beim Transport zur Baustelle, zur Montage. Bei Lackläufern oder bei kleinen Staubeinstüssen habe ich die Möglichkeit, mit so einer Ziehklinge diese zu egalisieren. Das heißt, die Ziehklinge legt man dann auf die Fläche drauf, das ist ein Hartmetallstück, und jetzt kann ich hier das Ganze plan, ja, stoßen, das heißt mit der kleinen Ziehklinge das Ganze hier plan machen. Wenn ich jetzt auf der Fläche eine Art Orangenhaut habe, also eine kleine Struktur, dann bietet es sich natürlich an, das Ganze plan zu schleifen. Und hier haben wir den kleinen ETS 125 REQ, welches sich natürlich für solche Arbeiten, für solche kleine Werkstücke hervorragend eignet. Bei großen Werkstücken, klar, hier würde man dann den 150er Durchmesser nehmen. Ich lege es mal los, mache hier mal eine halbe Platte, dass ihr mal seht, wie das vor sich geht. Ich habe ein Schleifpapier, ein 1500er Granatfolienschleifpapier drauf. Und das eignet sich sehr gut, um dementsprechende Flächen vorzuschleifen oder anzuschleifen. So, den Überschuss bzw. den Staub, der sich noch auf der Fläche befindet, nehme ich jetzt mit meinem Mikrofasertuch ab. Und wir sehen schon recht gut, dass natürlich hier die Fläche matt ist. Und überall dort, wo wir jetzt noch, ja, glänzende Stellen sehen, müsste man noch nacharbeiten. In meinem Fall überspringe ich das jetzt und greife jetzt gleich zu meinem Poliergerät. Und zwar zur Shinex. Und in Kombination jetzt mit dem Schwamm und dem dementsprechenden Poliermittel kann ich jetzt diese Fläche wieder aufarbeiten. Bei Festool haben wir ja dieses Drei-Farben-System. Das heißt, der orange Schwamm ist praktisch so mein Startsystem bei diesen Art von Lacken. Und der blaue Schwamm mit dem blauen Poliermittel kann ich noch etwas Tiefe in die Oberfläche reinpolieren. Ich fange jetzt an mit dem Orangenschwamm, der geschlossene. Und oft werde ich auch gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen diesem Orangen, ja, oder grundsätzlich zwischen dem geschlossenen Schwamm und diesem Waffelschwamm. Und grundsätzlich ist es so, dass dieser Waffelschwamm, der erlaubt es mir, wenn ich jetzt hier poliere, dass ich nicht so arge Hitze auf der Fläche habe und auch bei Formteilen, wenn ich jetzt über die Kante arbeite, dass ich eventuell nicht so stark die Kante belaste mit diesem Waffelschwamm. In unserem Anwendungsbeispiel können wir hier mit diesem Schwamm hier arbeiten, im geschlossenen, und ich nehme jetzt hier die Politur, wird ein bisschen geschüttelt. Die Flasche hat hier oben so einen komfortablen Verschluss, kann man hier ein bisschen von der Politur draufgeben. Und wie schon gesagt, polieren ist ja nichts anderes als, ja, Schleifen mit feinsten Stäuben. Und diese kleinen Stäube sind jetzt hier in der Flüssigkeit drin und setze ich hier drauf und schleife jetzt oder poliere jetzt diese Fläche. Ich starte mit einer niedrigen Drehzahl und führe das Ganze im Kreuzgang.
Wir schauen uns mal kurz das Ergebnis an. Das heißt, natürlich habe ich jetzt hier noch ein paar Rückstände drauf von der Politur. Die werde ich jetzt entfernen mit dem Reiniger und meinem feinen Mikrofasertuch. Hier ist natürlich darauf zu achten, dass wir hier keine irgendwelche Rückstände drauf haben. Und man sieht schon den schönen Glanz. Und ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Natürlich haben wir noch die Option, hier noch intensiver zu polieren. Das war eine recht kurze Zeit. Um mehr Glanzgrad zu erreichen, können wir dann auch auf das blaue System noch übergehen. Aber ich denke, grundsätzlich haben wir hier doch auch auf der Baustelle vor Ort gute Ergebnisse. Wichtig für euch, das Ganze gibt es im Maxi-Systemer für den Bereich Holz. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, dabei zu sein. Ich freue mich auf mein nächstes Mal. Bis dann, euer Frank.